Ja, dann können wir starten. Ich wollte vorab erstmal ja, was Organisatorisches sagen. Die Frage kam ja letzte Woche auf bezüglich der Klausur. Ich habe da auch noch eine Mail jetzt von Studierenden erhalten. Werde ich heute auch noch beantworten, aber ich gehe auch mal auf die Frage allgemein ein. Also es geht um die Klausur, die jetzt im Februar festgesetzt ist. Na, ich würde sagen, wir müssen uns erstmal so ein bisschen so an die Standardvorgabe jetzt halten. Ne? Also das Infektionsgeschehen, beziehungsweise ich hatte das letzte Woche auch schon erwähnt, diese Situation ist dynamisch laut RKI und dieser Lockdown, so haben wir es jetzt wahrscheinlich, oder hat jeder von uns erlebt, ja, das ist nicht wirklich vorhersehbar, na, was kommt. Aber wir müssen jetzt einfach, oder pro forma ist es im Moment festgelegt, dass am 31., also am Ende des Monats, am 30. Januar, dieser Lockdown endet und ja, dann eigentlich auch die Klausur unter Corona-Bedingungen geschrieben wird, also der 17.2. Ich trage da heute auch noch die Uhrzeiten ein, die festgesetzt sind. Ich halte sie natürlich auch im Laufenden, was ich an Infos mitbekomme, na, weil ich denke, dass in den nächsten Tagen auch nochmal oder beziehungsweise spätestens Ende des Monats sollte diese Situation seitens der Politik dann nochmal neu revidiert werden und auch eine Entscheidung vorliegen von der Uni, ob man dann die Klausuren wieder schreiben kann. Ne? Ich nehme nur jetzt im Moment für uns hier alle den Standardfall an, also dass wir haben eine festgesetzte Klausur, der Lockdown endet. Die Uni hat wie im Sommersemester da entsprechend vorgesorgt, also dass man über mehrere Hörsäle auch schreibt oder ich habe auch eine Klausur im Sommer geschrieben in einem anderen Modul oder habe schreiben lassen in der Westfalenhalle, je nachdem, wie viele Leute sich dann zur Klausur anmelden. Na, aber das ist im Moment der jetzige Stand, den ich habe. Die Planung läuft da entsprechend jetzt schon seit Wochen für und ich werde Sie auf jeden Fall vorher darüber unterrichten, wie das Ganze auch abläuft. Na, also mit Maskenpflicht, Abstände, Desinfektion, also vorher Handdesinfektion. Das ist alles ziemlich aufwendig, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass am 30. Januar, auch unabhängig davon, was im Moment in der Diskussion los ist, politisch oder allgemein in Deutschland, in der öffentlichen Diskussion los ist an Forderungen, gehen wir davon aus, dass pro forma der Lockdown am 30. Januar endet und dann auch im Februar Klausuren geschrieben werden. Anmeldung mache ich mich heute schlau. Also wann die losgehen genau, beziehungsweise wann dieses Anmeldesystem freigeschaltet ist und wie das für die einzelnen Studiengänge sich verhält. Ne? Weil da gibt es ja noch einerseits das Prüfungsamt dann, beziehungsweise die Vorgaben für die Physik, also Fakultät Physik, als auch Fakultät Elektrotechnik, beziehungsweise IKT. Da höre ich mal rein. Also ab wann die Prüfungsanmeldung jetzt oder allgemein das Prüfungsamt zentral die Anmeldungen freigeschaltet hat. Aber ich trage heute im Laufe des Tages die Uhrzeiten ein, die sind im LSF hinterlegt. Und ich gucke auch mal nach, dann gebe ich Donnerstag ein paar mehr Infos raus, also wie viele Hörsäle im Moment jetzt festgesetzt sind, also wie die Situation sich jetzt von der Planung verhält. Na, aber wir werden auf jeden Fall noch eine Vorlesungseinheit haben, die der Klausur gewidmet ist, also wo ich auch nochmal auf klausurrelevante Themen eingehe, wo wir natürlich dann auch nochmal auf Orga-Sachen eingehen, na, die Klausur betreffen, also den Fahrplan zur Klausur. Genau, also das ist im Moment mein Stand und genau, sobald ich weitere Infos dann habe, melde ich mich und aber wie gesagt, nochmal zusammenfassend, wir gehen jetzt einfach davon aus, der Lockdown endet und es kann wieder auch eine Klausur geschrieben werden, dann entsprechend unter Corona-Klausurbedingungen. Ja. Gut, ich revidiere nochmal das, was wir beim letzten Mal gemacht haben, beziehungsweise wo wir aufgehört haben. Wir hatten beim letzten Mal mit den elementaren Datenstrukturen oder elementaren, ja, elementaren Datenstrukturen angefangen, die entsprechend auch ja, eine Struktur vorgeben, wie man die Datentypen bündelt, beziehungsweise gruppiert oder in so einer Menge zusammenführt und verwaltet, die wir bisher kennen. Und das Ganze auch generisch auslegt. Und da haben wir kennengelernt einerseits den Stapel und am Ende noch die sogenannte Schlange. Und bei der Schlange hatten wir auch schon letzten Mal so eine Erweiterung gemacht, also wo wir also die Schlange quasi ja in so einem Ringspeicher abgebildet haben, beziehungsweise darin verwaltet haben, was uns die Handhabung etwas flexibler macht. Na, dass wir nicht immer als den Schlangenanfang
da auf das erste Element des Arrays, was wir da als Datenrepräsentation verwendet haben, festgelegt sind, sondern dass wir diesen Startzeiger auch innerhalb des Arrays, des statischen Arrays, was wir verwenden dafür, repräsentativ, dann entsprechend auch verschieben können. Ja, und damit können wir auch immer Daten neu anfügen, auch nicht mehr verwendete Elemente, die schon weggenommen wurden, also dieses D-Key, was wir gemacht haben, wo wir das vorderste Element dann, das der Startzeiger zeigt, dann weggenommen haben, wo wir entsprechend den Startzeiger hier verschoben haben, also die Referenzierung dann auf das entsprechende Datenfeld dann einen Versatz weitergeschoben haben. Und dieses Feld ist natürlich dann, wie man hier zum Beispiel sieht, bei 0, wird nicht mehr verwendet, beziehungsweise ist jetzt im Moment nicht mehr in der Erfassung drin, weil wir bewegen uns ja von der Schlange her nur in den Bereichsgrenzen, also vom Startzeiger als auch vom Endzeiger. Und wir können natürlich aber jetzt hier weiterhin in dieser Ringstruktur weitere Elemente anfügen, also einen sogenannten Append machen, indem wir dann auch den Endzeiger entsprechend weiterschieben. Und da können wir die Elemente, die jetzt nicht erfasst werden in diesen Bereichsgrenzen oder Zeigergrenzen, dann auch entsprechend überschreiben und neu setzen. Und das macht uns die Schlange im Wesentlichen dann auch flexibler, erfordert allerdings entsprechend ein paar Anpassungen natürlich in der Implementierung. Und da hatten wir insbesondere im letzten Mal diese Implementierung, also dieses D-Key, also des vordersten Elements, was dann entsprechend gelöscht wird, beziehungsweise was aus der Indizierung dann rausgenommen wird. Und im Vergleich zu der ersten Version der Schlange haben wir da immer diesen Versatz bilden müssen, also dass alle Elemente, die nach dem vordersten Element kommt, also was jetzt rausgenommen wird aus der Schlange, beziehungsweise nicht mehr betrachtet werden soll, müssen ja entsprechend nachrücken. Und darüber muss man natürlich über diese ganze Feldlänge oder die ganze Schlangenlänge iterieren. Und mit diesen Zeigergrenzen, die wir jetzt verwenden, fällt das natürlich weg. Na, dass wir einfach nur den Startzeiger entsprechend dann weiterschieben. Das Element wird nicht mehr betrachtet, kann aber auch in dieser Ringstruktur dann weiterverwendet werden, indem wir hier mit N-Key dann ein Element wieder appen an die Schlange, also hinten anfügen. Und damit haben wir natürlich von der Laufzeit her, von der Effizienz, was diese Schlangenstruktur angeht oder die Verwaltung der Schlangenstruktur, schon einen Vorteil. Ja, dass wir nicht mehr über dieses ganze Element, über dieses ganze Schlangenarray, sage ich jetzt mal, oder was die Schlange entsprechend repräsentiert, oder dieses Array, was die Schlange entsprechend repräsentiert, dann darüber iterieren. Und da insbesondere haben wir hier auch in der Implementierung so eine Max-Size festgelegt, also eine feste Größe der Schlange, die wir vordefiniert haben, die sich dann natürlich aus der durch die Bereichsgrenzen, also SZ, also ein Startzeiger und Endzeiger, dann zusammensetzt, also die Anzahl der Elemente, die hier zwischenliegt. Und darüber können wir dann arbeiten, also dass wir entsprechend mit dem Modulo-Operator da entsprechend prüfen, dass wir nicht über diese Max-Size drüber gehen, was die Indizierung angeht. Ne? Dass wir uns immer unabhängig, wo sich Start- und Endzeiger dann bewegen, dann auch entsprechend die einzelnen Indexe innerhalb der Grenzen von SZ und EZ festlegen. Ja, so ein kleiner Trick, den man dann verwenden kann, beziehungsweise darüber dann natürlich auch diesen Modulo-Operator verwenden kann. Und wir haben noch besprochen, beziehungsweise da setzen wir jetzt so ein bisschen an, was eigentlich noch unbefriedigend an der Implementierung ist. Und zwar haben wir nach wie vor eine recht statische Implementierung bzw. statische Repräsentation der Schlange. Und die maximal festgelegte Größe, die muss bekannt sein am Anfang. Na, also die können wir nicht dynamisch irgendwie festlegen, weil wir benutzen ja auch ein statisches Array. Na, also die Max-Size oder ich sag mal die Dimension der Schlange muss irgendwo zur Laufzeit oder vor der zur Kompilierzeit vorliegen, weil wir ein statisches Array verwenden. Und hier steht es, also die Größe wird dann zur Übersetzungszeit festgelegt und ist während der Laufzeit des Programms natürlich nicht veränderbar. Ne? Weil wir haben als Datenhaltung natürlich hier ein statisches Feld bzw. ein statisches Array. Und ich sag mal, der nächste Schritt für eine dynamischere oder flexiblere Version dieser Schlange wäre es, eine dynamische Datenstruktur zu haben, wo wir die Größe zur Übersetzungszeit nicht festlegen müssen oder die Größe zur Übersetzungszeit nicht festgelegt werden muss und während der Laufzeit des Programms dann auch veränderbar ist. Ja, also diese Schlange quasi dynamisch auslegen von der Datenhaltung. Und da können wir natürlich so ein bisschen an
anknüpfen an dem, was wir aus den Arrays schon kennen, beziehungsweise aus der dynamischen Speicherverwaltung. Da haben wir so den beiden Schlüsselwörtern auch zu tun gehabt, also New und Delete, also um neuen Speicher zu allokieren, beziehungsweise dann auch wieder freizugeben, also zur Laufzeit, nicht zur Übersetzungszeit. Und genau, hier haben wir nochmal so eine Rekapitulation, also was wir da im Wesentlichen machen müssen, also wie diese Schlange sich zusammensetzt oder die Anforderungen an die Schlange sind per Definition. Wir hatten da, nochmal, um das zu wiederholen jetzt beim letzten Mal, also diese Enkey-Funktion zum Appen eines neuen Elementes hinten an die Schlange dran. Dann mit Dekey, also das vorderste Element, also was als der Schlange am vordersten ist, dann ja zu behandeln oder auch dann aus der Indizierung bzw. Betrachtung rauszunehmen, als auch die Schlange zu leeren, als auch nur das vorderste Element auszugeben. Ja, und uns das nochmal genau betrachten. Also die Implementierung müssen wir im Wesentlichen dadurch anpassen, dass wir jetzt den statischen Speicher, also das Feld, durch eine dynamische Speicherstruktur oder dynamische Speicherhaltung ersetzen und damit Wesentlichen erweitern. Vielleicht nochmal zur Wiederholung auch dynamischer Speicher, so wie wir ihn bisher kennen, also von den Feldern als auch von verschiedenen Datentypen. Der Bauplan dafür sah so aus, also wir können eine Variable, also vom beliebigen Datentyp können wir, oder einen beliebigen Datentyp können wir mit new dynamisch erzeugen zur Laufzeit und den dann auch entsprechend, beziehungsweise die Adresse darauf in einer Zeigervariable zwischenspeichern beziehungsweise dort ablegen und da natürlich über die Zeigervariable darauf zugreifen. Und entsprechend können wir das auch wieder rückgängig machen beziehungsweise den Speicher dann freigeben, indem wir einfach mit Delete dann die Referenz, die in dieser Zeigervariable liegt, entsprechend an diesen Delete-Operator übergeben und dieser Speicherbereich, der dort reserviert wurde, wird auch wieder freigegeben, beziehungsweise die Elemente dann gelöscht. Für Arrays können wir das natürlich auch machen und da haben wir den Bauplan einfach, dass wir entsprechend beim, neben dem Datentyp natürlich auch die Anzahl der Elemente angeben, also die Dimension des Feldes. Also das gibt natürlich dem New-Operator dann entsprechend auch an, wie viele Speicherzellen, beziehungsweise wie groß der Speicherbereich dann letztendlich sein muss. Und wir können das natürlich auch hier wieder mit Delete, allerdings hier vorgestellt, die eckigen Klammern, natürlich wieder ein ganzes Array oder den dynamischen Speicher dafür wieder freigeben. Das kennen wir schon, also jetzt insbesondere von den Arrays, um die zur Laufzeit dynamisch, also dafür den Speicher zu reservieren, als auch dann zu erzeugen, als auch wieder freizugeben. Und da hatten wir auch betrachtet, also das dynamisch erzeugte Objekte im Wesentlichen auch wieder gelöscht werden müssen, weil wir in C++ keine automatische Speicherbereinigung haben. Das ist einer der wichtigsten Requirements, um da auch entsprechende Speicherüberläufe oder das Flooden, sage ich jetzt mal, das Fluten des Speichers zu verhindern, gerade wenn wir iterativ arbeiten. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auf die Vorüberlegungen übertragen, wenn wir jetzt den abstrakten Datentyp hier, also Schlange mit dynamischem Speicher auslegen wollen, können also im Wesentlichen statt dem statischen Array, darum dreht es sich, nun dynamischen Speicher verwenden. Allerdings bringt uns so ein dynamisches Feld wirklich weiter. Also wenn wir sagen, new, also mit new dann Integer-Feld zum Beispiel erzeugen, wo wir die alte Größe, also die alte Dimension dann um 1 erhöhen. Da ist es dann so, die Größe ist zwar zur Laufzeit dann angegeben worden, der neue Speicher wird dafür allokiert, allerdings ist dann aber auch wieder fixiert. Also wir müssen das jedes Mal eigentlich wieder neu machen, also wenn wir appenden, dass wir den Speicherbereich entsprechend vergrößern und damit natürlich auch wieder das alte Feld deallokieren beziehungsweise dann wieder freigeben den Speicher dafür. Und das macht natürlich, weil wir uns ständig in diesen Operationen befinden, also mit Anhängen vor allem, also dem N-Key, als auch natürlich wieder freigeben beziehungsweise verringern der Größe, also mit dem D-Key, kommen wir dann nicht wirklich weiter. Und da stößt auch so ein bisschen, wenn wir das, also die Größe ständig neu anpassen müssen und dafür neuen Speicher reservieren und alten freigeben, kommen wir da so ein bisschen mit an die Grenzen. Und da müssen wir eigentlich noch eine flexiblere Datenstruktur beziehungsweise Datenhaltung hinterlegen.
Insbesondere jetzt hier bei diesem Ansatz wäre es so, also falls die maximale Größe erreicht ist, könnte man natürlich ein größeres Array anlegen und die Array-Werte ins größere Array kopieren und dann das kleine Array löschen. Aber das für jede Operation wieder neu zu machen, da können wir uns natürlich fragen, gilt das vielleicht noch nicht flexibler auch? Haben wir dafür nicht noch eine andere Möglichkeit, also wie wir das flexibler gestalten, dass wir gezählt nur ein Element aus der Betrachtung rausnehmen und da entsprechend dann Zeiger, die wir gesetzt haben, auf diese Speicherstelle dann entsprechend neu setzen, beziehungsweise dann rausnehmen aus der Betrachtung und den Speicher einfach freigeben. Und im Wesentlichen wäre dieser Ansatz jetzt hier mit New und dann den Feldern, wo man entsprechend die Dimension dann anpasst, eigentlich ineffizient. Ja. Und da können wir uns eigentlich überlegen, dass wir jetzt mit einer dynamischen Struktur arbeiten, wo wir uns nicht mehr auf Felder festlegen, sondern wo wir einzelne Datenobjekte haben, wo wir im Wesentlichen ein Objekt haben, was sich dadurch zusammensetzt, dass wir das im Wesentlichen als zur einen Seite halt ein Datenfeld haben, wo entsprechend dann auch der Wert abgelegt ist und dann auch ein Zeiger entsprechend auf das nächste Element oder der uns das Ende signalisiert. Und damit haben wir dann oder machen wir uns den Vorteil zunutze, dass wir zum Beispiel jetzt auch die objektorientierte Programmierung damit einfließen lassen, dass wir nämlich ein Element dieser Schlange als ein Objekt betrachten, also als ein Schlangenelement und was sich dann im Wesentlichen zusammensetzt durch die Attribute, das Datenfeld an sich, also die eigentlichen Daten und natürlich auch nochmal ein Zeiger entsprechend auf das nächste Element. Also oder halt hier mit dem Ende. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass das Start und Ende natürlich auch entsprechend, insbesondere das Ende dann signalisieren. Aber da werden wir noch einen Trick verwenden mit einem Umstand, beziehungsweise den man in C++ dann verwenden kann, von der Implementierung her, der uns da recht günstig mit beispielt. Aber im Wesentlichen betrachten wir jetzt ein Element, im Wesentlichen dann auch neben der Schlange als oder im objektorientierten Kontext. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass wir dieses Objekt auch in die Implementierung oder die objektorientierte Auslegung der Schlange mit einbeziehen müssen. Hier steht es nochmal, wie wir das Ende dann signalisieren. Wir kennen diesen Nullpointer, also einen Zeiger, der quasi ins Leere zeigt, nicht auf ein konkretes existierendes Datenobjekt referenziert. Und den können wir natürlich verwenden, wenn wir bei der Iterierung dieser Schlange mit Hilfe der Verzeigungen, die wir hier kreieren, natürlich dann irgendwann auf diesen Nullpointer stoßen, dann wissen wir, wir haben das Ende der Schlange im Wesentlichen erreicht. Und wenn wir uns das nochmal hier auch symbolisch betrachten, beziehungsweise einerseits hier beim Start den Kopf der Schlange und der Rest natürlich, die nachfolgenden Elemente sind natürlich der Schwanz der Schlange. Ja, also jetzt mal nur symbolisch gesprochen, aber im Wesentlichen das oder diese Objekt orientierte Auslegung als natürlich die Verzeigung, die binden wir natürlich jetzt in diese Implementierung der Schlange mit ein. Das bedeutet im Wesentlichen, wenn wir uns jetzt so diese Klasse Schlange mal betrachten, also das ist jetzt Version 3 mit dynamischem Speicher, die Funktionen entsprechend, die bleiben erstmal gleich, die müssen wir natürlich, oder von der Definition jetzt erstmal gleich, die müssen wir natürlich von der Implementierung gleich noch anpassen. Aber die wichtigste Änderung ist hier im Private-Kontext, dass wir jetzt statt dieses Feldes, also ein normales Array, was wir dort verwendet haben, das ersetzen wir im Wesentlichen hier durch ein Objekt. Können uns das ja auch als Struct definieren, dann brauchen wir keine Klasse oder eine eigene Klasse. Man könnte das natürlich also als In- oder noch als Nebenklasse definieren. Aber hier, weil wir auch nur im Wesentlichen zwei, oder ist ja eigentlich minimale Anforderungen, die wir haben an diese an diesen zusammengesetzten Datentypen, um es denen geht. Wir haben einerseits die Daten an sich, die können wir natürlich auch wieder generisch ablegen, als auch natürlich den Zeiger auf den Schlangenschwanz beziehungsweise dann auf das nächste Element dieser Schlange. Und daher können wir das auch eigentlich als Verbundstyp uns auffassen, der sich dann zusammensetzt aus dem Zeiger als auch dem Datenfeld. Und wir haben im Wesentlichen dann zwei Zeiger, die wir jetzt haben, die nicht mehr vom Typ Integer oder Float oder so sind, je nachdem, welche Daten wir gehalten haben, auch
von welchem Typ dann auch das Array waren, was wir verwendet haben, sondern wir haben jetzt entsprechend hier Zeiger auf diesen Verbundsnahtentypen, ne? Zeiger auf Start und Ende. Und damit können wir die Verzeigung natürlich ähnlich, beziehungsweise von der, ja, eigentlich auch so handhaben, von der Arithmetik her, wie wir das bisher kennen in dieser Ringspeicherstruktur. Nur, dass wir jetzt konkret als Verbundsdatentyp auch ja, dieses Element im Wesentlichen atomisiert haben, also atomaren zusammengesetzten Datentyp hier, Verbundsdatentypen, und haben keinen direkten oder statischen Zugang mehr über ein ja, normales statisches Array oder auch dynamisch, wie wir diesen Ansatz halt betrachtet haben. Aber wir haben das jetzt hier entsprechend dann ja, auf ein Element der Schlange ist mal so weit runter definiert. Und jetzt müssen wir natürlich auch nochmal in der Implementierung uns dahingehend weiterentwickeln, wie wir dann mit diesen oder wie wir diese Objekte untereinander verzeigen, als auch wieder neu referenzieren bzw. neu verzeigen, wenn wir ja, das vorderste Element zum Beispiel runternehmen oder ein neues Element dann entsprechend soweit hinzufügen. Ja, also da ist jetzt natürlich die Implementierung hier gerade für Enkey, für Dekey, die muss neu angepasst werden. Und wir müssen natürlich aber auch hier die anderen, also das Clear und das Empty, also dafür brauchen wir entsprechende neue Geschäftslogik bzw. neue, ja, funktionale Logik, sage ich jetzt mal, oder Funktionsabläufe oder Funktionsimplementierung, um diese Methodiken dann entsprechend auch abbilden zu können. Und das können wir erstmal machen, also für mal, diese, ich sag mal, essentiellen Hilfsfunktionen oder sag mal, die Funktion, um so eine ganze Schlange zu löschen, also beziehungsweise zu prüfen auch, ist sie leer, oder ich möchte alle Elemente runternehmen. Als auch natürlich, wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, wie legen wir, wenn wir eine Schlange anlegen, auch erstmal diese Start- und Endzeiger aus. Ja, also wie signalisieren wir, dass überhaupt kein Element vorhanden ist? Und wenn wir überhaupt kein Element haben, haben wir auch nichts, worauf wir zeigen können im Wesentlichen. Ne? Und da können wir beim Erzeugen, also beim Aufruf des Konstruktors, also um eine Schlange dann oder ein Schlangenobjekt zu erzeugen oder ein Objekt vom Typ Schlange. Und da können wir dann im Wesentlichen also einen Endzeiger und Startzeiger hier auf den Nullpointer setzen. Ja, damit signalisieren wir auch im Wesentlichen, es ist kein Element vorhanden, die Schlange ist leer. Ne? Also zeigt auf kein konkretes Objekt, was zu dieser Schlange gehört, beziehungsweise dann den Schlangenkopf oder den Schlangenschwanz bildet letztendlich. Und das können wir natürlich auch, oder diese Nullpointersetzung können wir dann natürlich auch verwenden, um zu prüfen, ist die Schlange leer. Ja, können zum Beispiel sagen, also EZ gleich gleich Nullpointer, also es zeigt, der Endezeiger zeigt jetzt auf kein konkretes Datenfeld beziehungsweise kein Objekt, so als dieser Verbundsdatentyp definiert ist, also es zeigt auf einen Nullpointer und damit können wir auch angeben beziehungsweise damit prüfen, ob die Schlange überhaupt Elemente enthält. Und das Gleiche können wir auch, beziehungsweise eine ähnliche Methodik dann, oder diese Methodik können wir weiterverwenden, um auch zu prüfen oder zurückzugeben, welches, wenn wir das vorderste Element der Schlange ausgeben wollen, beziehungsweise zurückgeben wollen, können wir erstmal prüfen, bevor wir das machen, auf Sinnhaftigkeit, ist die Schlange leer oder ist sie mit Datenelementen belegt? Und wenn das der Fall ist, also die Schlange leer ist, macht es keinen Sinn, überhaupt ein Datenelement oder das vorderste Datenelement zurückzugeben. Dann geben wir natürlich hier über die Fehlerfunktion wieder den Error aus. Und wenn wir Daten haben, die wir ausgeben können, dann, gerade bei der Ausgabe des vordersten Elementes, dann nehmen wir den Startzeiger, also beziehungsweise der Zeiger, der auf das erste Datenelement zeigt, sieht man jetzt hier, also der zeigt ja auf das erste Element, beziehungsweise das erste dieses vom Typ Object, vom Verbundsdatentyp, und da greifen wir dann über die Zeiger, beziehungsweise über den Pfeiloperator per Zeiger dann auf die eigentlichen Daten zu. Und also mit SZ-Pfeil, dann zeigt auf Data, und dann geben wir den konkreten Dateninhalt dieses ersten Elementes zurück. Na, also den konkreten Wert, der zum Beispiel hintersteht, ein Integer-Wert oder Float-Wert, je nachdem, wie wir das in unserer generischen Variante dann entsprechend spezialisieren. Na, wir verwenden natürlich auch hier weiterhin mit Template-Type-Name-T
entsprechend auch einen generischen Datentypen bzw. diese Schablonen und können dann die Implementierung nachher spezifizieren bzw. bei der Instanzierung dort dann auch ein oder die Erzeugung der Schlange mit einem konkreten Datentypen dann entsprechend spezifizieren. Das Clear, das können wir machen, also dass wir den ganzen Schlangeninhalt entsprechend löschen, beziehungsweise die Schlange dann leeren, dass wir da auch mit einer Schleife arbeiten. Also da können wir auch wieder die Empty-Funktion verwenden, solange die Schleife, solange die Schlange nicht leer ist, lassen wir diese While-Schleife weiterlaufen und nehmen mit D-Key immer das erste Element aus der Betrachtung raus. Na, und irgendwann gibt uns diese Empty-Funktion zurück, dass im Wesentlichen die Schlange leer ist und dann hören wir auf und dann haben wir keine Elemente mehr da drin. Und hier sind noch, klar, der Destruktor, das ist auch nochmal wichtig, entsprechend, das sehen wir gleich, also wir auch entsprechend da der Datenhaltung arbeiten, also mit Enkey und Dekey, also das Appenden, das Hinzufügen, als auch das Herunternehmen und Löschen eines Elementes. Aber im Wesentlichen müssen wir auch bei dem Destruktor jetzt betrachten, wir haben dynamisch Speicher erzeugt, eventuell, natürlich, wenn wir jetzt Sachen hinzugefügt haben, müssen aber auch sicherstellen, dass dieser Speicher auch wieder freigegeben ist, also dass der im Wesentlichen nicht im Speicher verbleibt, auch wenn wir das Schlangenelement soweit jetzt einfach nur das eigentliche Objekt löschen. Na, und damit alle Variablen, die dazugehören, da müssen wir natürlich auch gucken, den Speicher, den wir dynamisch erzeugt haben, auch wieder freizugeben bzw. dann zu löschen. Dafür sind wir selber verantwortlich und dafür ist auch der Destruktor unter anderem dann da, dass wir da dann die Datenbereinigung vornehmen. Die Error-Funktion, die kennen wir schon, also die entsprechend dann Info ausgibt bzw. dann in diesem C-Error-Kontext bzw. Format-Kontext dann ausgibt und die bleibt im Wesentlichen gleich. Worum es jetzt allerdings noch geht, ist, und das ist essentiell, natürlich die Anpassung jetzt von N-Key und D-Key. Na, also fangen wir mal an, wenn wir jetzt ein neues Objekt hinten an der Schlange anfügen wollen, dann müssen wir natürlich erstmal einen neuen Verbundsdatentypen hier anlegen bzw. instanzieren, also vom Typ Object, der jetzt da integriert ist in unserer Implementierung bzw. in die Definition oder die Klassendefinition der Schlange. Und das machen wir im Wesentlichen mit New. Ja, also wir machen hier, legen wir mit dem Bezeichner Object natürlich als Zeiger, weil wir darin die Adresse bzw. die Referenz dann auf das diesen dynamisch erzeugten Verbundsdatentypen vom Typ Object dann im Wesentlichen hier zwischenspeichern bzw. hier ablegen. Und mit New erzeugen wir dann einen Verbundsdatentypen vom Typ Object. Na. Und die Referenz dafür haben wir jetzt hier in dieser Zeigervariable abgelegt und wir können darüber auch den Zugriff entsprechend speichern. Kriegen in dieser Enkey-Funktion die Referenz auf dieses anzufügende Element übergeben, also das war hier dieses X und da haben wir die Referenz darauf und diese Referenz können wir dann entsprechend dann auch verwenden, um jetzt die Daten damit zu initialisieren, also Data, als auch natürlich müssen signalisieren, gerade beim Appen, dass wir den nachfolgenden Zeiger, also der für das L oder der Zeiger auf das nachfolgende Element, wir befinden uns jetzt am Ende der Schlange, natürlich auf den Nullpointer setzen, na? Weil nach dem letzten Element, also was wir jetzt angefügt haben, erfolgt ja kein weiteres Element mehr. Und dafür verwenden wir hier die Variable Tail oder diese Zeigervariable Tail, die dann den Zeiger quasi auf den Schlangenschwanz angibt, beziehungsweise darüber dann diese Verzeigung wird darüber dann natürlich entsprechend umgesetzt, die wir gesehen haben. Ne? Also der Zeiger, ja, entsprechend mit dem Bezeichner Tail, gibt uns dann an, entweder wahlweise den Zeiger bzw. die Referenzierung dann auf das nächste Schlangenelement, als auch natürlich, wenn wir uns am Ende der Schlange befinden, dann natürlich nehmen wir hier den Nullpointer. Und das machen wir natürlich insbesondere jetzt bei dem Append bzw. bei dem N-Key, dass wir ein neues Objekt anfügen, aber damit haben wir auch dann automatisch in diesem Objekt den Schlangenschwanz erreicht. Und es gibt kein nachfolgendes Element. Also das wird dann mit dem Nullpointer hier initialisiert und
Entsprechend müssen wir hier natürlich nochmal prüfen, ist die Schlange auch entsprechend schon leer, beziehungsweise sind jetzt bei der Anpassung der Verzeigung intern, also mit Start- und Endzeigern natürlich erstmal prüfen, haben wir überhaupt eine Schlange, die mit Elementen belegt ist. Falls das nicht der Fall ist, ist quasi dieses Element das erste Element in unserer Schlange. Also es kommt ganz nach vorne und damit zeigt dann der Startzeiger da drauf. Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, also wir haben schon Elemente, dann nehmen wir natürlich den Endezeiger, der zurzeit noch aktuell ist, und passen den neu an, beziehungsweise setzen dort die Verzeigung dann nicht mehr, in dem Fall ja den Nullpointer jetzt, den überschreiben wir, indem wir jetzt die Verzeigung machen auf dieses neue Objekt. Ja, und entsprechend, klar, müssen wir dann noch den Endezeiger dann aktualisieren, damit angeben, wo also auch das Ende dieser Schlange zu finden ist. Dann nehmen wir natürlich dieses neu erzeugte Objekt Object, das jetzt unser Ende ist. Aber entsprechend können wir hier mit den Zeigern als auch natürlich mit diesem Verbundsdatentypen dann erstmal dynamisch ein neues Objekt anlegen und natürlich die Verzeigung innerhalb der Schlange dann neu gestalten. Ja. Das Gleiche können wir auch machen dann, wenn wir ein Objekt von der Betrachtung runternehmen beziehungsweise damit auch dann löschen. Ja. Und prüfen natürlich auch hier erstmal den Fall, ist die Schlange leer, macht diese Operation überhaupt Sinn, ne? Können wir sie überhaupt ausführen oder ist es ungültig, sie auszuführen? Wenn wir Elemente da drin haben, holen wir uns erstmal den Zeiger auf das erste Element, also vom Startzeiger, das auf den Schlangenkopf, ne? Und setzen diesen Start neu. Also wir nehmen ja das vorderste Element runter von der Betrachtung und löschen das auch nachher. Aber das heißt auch, wir müssen den Startzeiger auf das nachfolgende Element schieben. Ja, und das machen wir natürlich, indem wir uns diesen Startzeiger oder beziehungsweise den Zeiger vom Startelement auf das nächste Element hier natürlich abrufen können und setzen den dann als neuen Startzeiger. Und was man hier jetzt schon auch sieht, wenn wir das mal mit der Implementierung ganz am Anfang vergleichen, wir setzen einfach nur Zeiger neu. Klar, wir prüfen auch Fälle, ne, ist die Schlange leer etc. Aber was man hier auch sieht jetzt, wir haben einfache Zeigeroperationen, beziehungsweise hier einfach nur Initialisierungen, kann man sagen, die wir mit Zeigern machen. Und das macht es uns natürlich sehr flexibel, diese Datenstruktur zu handhaben, ne, als wenn wir zum Beispiel ein ganzes Feld iterieren würden. Aber wir haben auch eine gewisse Dynamik drin, weil wir haben jetzt auch den Vorteil, wir sind nicht mehr auf dieses statische Element und diese Max Size beschränkt. Und wir können da entsprechend sehr flexibel hier und dynamisch zur Laufzeit Elemente anfügen, als auch entsprechend von der Schlange oder vom Schlangenkopf dann entfernen. Hier müssen wir natürlich jetzt auch nochmal prüfen am Ende, wenn wir den neuen Startzeiger wählen, ob das nicht eventuell ein Nullpointer ist, also ob die Schlange vielleicht danach leer ist, wenn wir nur ein Element haben. Und das ist hier der Fall, also wenn der Startzeiger gleich der Nullpointer ist, dann setzen wir entsprechend auch den EZ dann auf Nullpointer und danach haben wir dann eine leere Schlange. Und das ehemalige erste Element, das löschen wir jetzt mit Delete. Also machen wir die Delete-Operation, übergeben da natürlich die Referenz auf dieses Datenobjekt und der Speicher wird danach freigegeben. Und damit haben wir im Wesentlichen schon die Implementierung jetzt von einer dynamischen Schlange jetzt hier bewerkstelligt und können das Ganze mal testen. Was machen wir dazu? Also wir erzeugen jetzt oder instanzieren erstmal eine Schlange im Wesentlichen, hier mit dem Bezeichner S. Und wir spezifizieren das Ganze, indem wir sagen, die Datenelemente entsprechend sollen vom Typ Integer sein. Und dann können wir mal so ein bisschen damit rumspielen hier. Also das machen diese Zeilen. Also erstmal zu prüfen, ist die Schlange leer. Das geben wir dann auch entsprechend aus. Können hier Elemente anfügen innerhalb von so einer Vorschleife, also von i gleich 0, i kleiner 10, also bis 9, also von 0 bis 9, also 10 Durchläufe machen, pennen wir dann entsprechend hier oder mit Enki fügen wir dann entsprechend dann den aktuellen Wert des Schleifenzählers an, können dann auch prüfen, also ist die Schlange nicht leer, also hier mit dem Ausrufezeichen, also ist not empty und dann geben wir das entsprechend aus, wir können das vorderste Element mal ausgeben, also hier mit s.front, als auch natürlich die ganze
Schlange wieder löschen mal manuell. Also das wäre sagen, also solange die Schlange noch nicht leer ist, while, solange not as empty, also Schlange ist noch nicht leer, geben wir erstmal das vorderste Element aus und das löschen wir dann. Ja. Und dann können wir noch prüfen, ist die Schlange im Wesentlichen leer, ist sie nicht leer? Und dann natürlich auch hier wieder neue Elemente entsprechend anfügen und da einfach mal ausgeben, wie der Status ist. Ja. Und wenn dieses Testprogramm jetzt, das wird natürlich in der Main-Funktion soweit eingebaut, beziehungsweise wäre unser Hauptpunkt-CPP, also wo die Hauptoperation, also insbesondere auch die Instanzierung, die konkrete Instanzierung der Wesentlichen der Objekte, die auf den Klassen aufbauen und dann natürlich auch damit verbunden die entsprechenden Operationen soweit uns dafür aufrufen, beziehungsweise damit die Bewegungsabläufe oder Programmabläufe, sagen wir es so, in unserem Programm natürlich antriggern. Wenn sich das jetzt mal ausführt, also in so einer, also beziehungsweise erst kompiliert und dann dieses Hauptprogramm ausführt, beziehungsweise dann die Main-Funktion, die aufgenommen wird, erstmal hier, die Schlange ist jetzt erstmal am Anfang leer, dann werden Elemente appended, beziehungsweise über die Enkey-Funktion dann entsprechend angefügt, die Schlange ist also nicht mehr leer. Das vorderste Element ist jetzt 0, das wird hier ausgegeben, hat den Umstand natürlich, dass ihr i am Anfang erstmal 0 ist und sich dann von 0 bis 9 der Schleifenzähler dann inkrementiert. Und dann können wir die auch entsprechend hier ausgeben. Ja, beim natürlich wieder löschen, dass wir uns immer das vorderste Element ausgeben. Und dann ist die Schlange natürlich jetzt wieder leer danach. Also was wir in dieser While-Schleife machen, dass wir auch mit s.dkey entsprechend immer das vorderste Element auch entfernen bzw. löschen und damit die Schlange dann letztendlich in dieser While-Schleife komplett leer vorfinden danach. Ne? Deshalb wird auch hier s.empty würde gleich true zurückgeben und auch in dieser if, so ein if-Konstrukt wird natürlich dann auch das cout, die Meldung ausgegeben, Schlange jetzt leer. Und genau, im Wesentlichen, dann fügen wir wieder neue Elemente hinzu, also die Schlange ist dann nicht mehr leer, also hier machen wir es von 0 bis 99, also fügen 100 Elemente hinzu und dann können wir natürlich auch den Clear nochmal verwenden, also wo wir die ganze Schlange dann auch innerhalb einer Methode löschen, was im Wesentlichen auch ähnlich ist hier wie diese While-Schleife, die das hier oben macht. Nun, das haben wir natürlich auch in so einer Methode eingebettet und danach ist die Schlange natürlich auch wieder am Ende leer. Aber damit haben wir jetzt final eigentlich eine recht eine dynamische als auch natürlich effiziente Implementierung von so einer Schlange, indem wir gezielt also mit der Anpassung von Zeigern arbeiten, als dass wir einfach Teilmengen eines Arrays kopieren und damit auch entsprechend immer in der Dimension kopieren. Ja. Das wird sich natürlich sowas, was ich bei einer Dimension von 10 bis 100 Elementen nicht wirklich bemerkbar machen. Also natürlich, klar, man kann es messen, na, aber jetzt mal reell vom Ablauf her, ich meine, wir haben mittlerweile auch Computersysteme mit Taktzahlen na, von oder Gigahertz-Zahlen, die da entsprechend auch gerade auf der Single-Core-Architektur beziehungsweise auf diesem also wenn man dann nur Single-Core arbeitet, natürlich entsprechend hoch sind. Na, aber was ist, wenn wir mal wirklich die Dimension oder in anderen Dimensionen arbeiten, also nicht nur 10 hoch 2, sondern was ist, wenn wir dann nachher aber sei 10 hoch 6 oder so sind, na, also entsprechend in höheren Zehnerpotenzen davon oder in höheren Dimensionen uns bewegen, dann würden sich natürlich solche Implementierungsunterschiede natürlich deutlich mehr bemerkbar machen. Ich will jetzt noch auf einen Punkt eingehen, der uns so, ich sag mal, so ans Ende dieser Vorlesungseinheit beschäftigen wird. Was ist, wenn wir Klassenobjekte kopieren wollen? Also wir haben jetzt immer nur ein Objekt angelegt, na, und haben das dann auch verwendet. Aber was ist zum Beispiel, wir können natürlich auch mehrere anlegen. Also wir können natürlich jetzt neben einer Schlange S natürlich in dem Hauptprogramm auch noch eine weitere leere Schlange S2 anlegen. Na, und was ist eigentlich, wenn wir solche Klassenobjekte oder solche Instanzen, die wir da erzeugen, im Wesentlichen kopieren wollen? Na,
also einen Fall haben, dass wir schon eine Schlange oder einen Stapel schon mit Werten belegt haben und die sollen konkret in ein neues Objekt überführt werden bei der Erzeugung. Ja. Und beziehungsweise auf der Basis eines existierenden Objektes, mit deren Daten soweit neu instanziert werden und auf der Basis von einem existierenden Objekt dann natürlich die Daten initialisiert werden. Wenn wir das einfach mal uns betrachten für diese Klasse Schlange in der statischen Variante, also hier, wo wir noch das Element haben, also beziehungsweise das Feld Data, statische Array, da haben wir im Wesentlichen, oder was wird da gemacht, können natürlich ein Speicherabbild erzeugen, beziehungsweise ein Speicherabbild uns konstruieren über so eine Vorschleife, indem wir dann die Werte, die wir in der Schlange hier S1 haben, dann entsprechend, die werden hier erstmal angefügt und das in dieser Schlange S1 werden dann erstmal hier von 0 bis 9 Integer-Werte erstmal angefügt, beziehungsweise die Schlange eingereiht. Und dann können wir mal mit dem Zuweisungsoperator hier arbeiten. Also wir arbeiten beziehungsweise weisen dann eine neue, beziehungsweise erzeugen hier erstmal mit Schlange int, also auch wieder vom Typ int, also die sind gleich, mit dem Bezeichner S2, ein neues Schlangenobjekt, aber auf der Basis schon von S1. Also das S1 quasi so gesehen, die Werte bei der, also S2, die Werte von S1 hier oder die Dimension auch übernimmt bei der Erzeugung dieses Objektes. Und da entsprechend wird einfach, ja, byteweise oder das steckt hinter dieser Operation dahinter, wenn wir hier mit dem Gleich, also mit einer Art Zuweisung arbeiten, noch gucken wir gleich, was dahinter steckt, wird dann im Wesentlichen bei statischem Speicher einfach ein Byte oder byteweise ein Speicherabbild erzeugt. Na? Und dann entsprechend hier auch, ja, kopiert. Und weil dieses Datenobjekt oder ich sag mal dieser zusammengesetzte Datentyp, also Data, ist fester Bestandteil, also auch der Klasse und damit auch die Daten, die damit verbunden sind. Und dieser statische Speicher, gerade die statischen Arrays, werden gerade bei so einer Initialisierung oder ich sag mal Vorinitialisierung auf Basis eines anderen Objektes dann byteweise kopiert, beziehungsweise dann auch als Speicherabbild übernommen. Das ist soweit okay, wenn wir mit statischem Speicher arbeiten. Wenn wir mit dynamischem Speicher arbeiten, also wo wir intern, wie man hier unten jetzt sieht, also mit unserem Verbundsdatentypen arbeiten, hier also Object, wo wir dann den Zeiger drin haben, aber auch das Datenfeld, die werden, im Wesentlichen werden die Daten, die damit verbunden sind, also gerade dieses T-Data, die werden beim Kopieren eines Klassenobjektes nicht mitkopiert. Es werden eigentlich nur die Inhalte der Zeiger kopiert. Und das werden wir uns gleich noch angucken, weil das gibt, ich sag mal, für, wenn wir mit mehreren Schlangen arbeiten und die auch entsprechend mal kopieren wollen, entsprechende Probleme. Also da stoßen wir an ein Problem oder eine Restriktierung, wenn wir mit dieser dynamischen Variante arbeiten. Ja. Und bei der Verwendung von dynamischem Speicher müssen wir darauf achten, dass dieser auch kopiert wird, wenn wir Kopieren von Klassenobjekten vornehmen. Und in C++ kann das insbesondere durch den sogenannten Kopierkonstruktor realisiert werden. Also wenn wir im Wesentlichen nicht ein neues Objekt leer erzeugen mit dem Konstruktor, also mit dem Default-Konstruktor dann insbesondere, wo einfach eine leere Schlange angelegt wird, sondern wir wollen dann bei dem Aufruf dieses Konstruktors schon die Werte eines vorhandenen Objektes mit übernehmen beziehungsweise damit initialisieren. Und da müssen wir aufpassen. Und also gerade wenn wir mit dynamischem Speicher arbeiten, bei statischem Speicher ist das kein Problem, aber bei dynamischem Speicher, da müssen wir ein paar Anpassungen vornehmen, insbesondere durch diesen sogenannten Kopierkonstruktor. Und wie setzt er sich zusammen? Also wo sind die Unterschiede? Also zu dem normalen Konstruktor, beziehungsweise der normalen Konstruierweise, die wir bisher kennen. Also erstmal wird für eine Klasse kein Kopierkonstruktor oder im Englischen Copy Constructor implementiert. Dann erzeugt ihn der Compiler automatisch. Ja, also dann quasi diese Default-Variante, die dafür hinterlegt ist, laut Architektur, also innerhalb von C++. Und das heißt, es wird innerhalb von, im Rahmen dieses Kopierkonstruktors,
ein byteweises Speicherabbild des Objektes, was wir kopieren wollen, geliefert, was dann die Basis ist für das neue Objekt, mit dem das dann im Wesentlichen initialisiert wird. Und das ist im Wesentlichen eine sogenannte flache Kopie oder im Englischen Shallow Copy. Und das Problem ist, dass wenn wir mit dynamischem Speicher arbeiten, also mit Speicher, der ja als neue Datenobjekte angelegt wurde, der wird nicht mitkopiert. Ja, nur im Wesentlichen die statischen Elemente, also insbesondere da Variablen, die wir angelegt haben, als auch zum Beispiel statische Arrays, die werden dann natürlich in das Speicherabbild mit erfasst, allerdings nicht der dynamische Speicher, den wir anlegen. Also insbesondere, wenn man das jetzt auf den Fall der Schlange betrachtet, beziehungsweise darauf anwendet, natürlich nicht die einzelnen Datenelemente, die wir da haben, na, die wir mit New und als auch natürlich dann mit Delete wieder löschen, aber insbesondere, wenn wir mit New angelegt haben, haben die Zeiger da drauf, diese Elemente, die auf die Zeiger zeigen, diese Speicherbereiche werden bei der, also bei der Default-Variante des Copy-Konstruktors im Wesentlichen nicht mitkopiert. Deshalb sagt man, es ist eine flache Kopie, also die Zeiger werden mitkopiert, allerdings nicht die dahinter referenzierten Datenbereiche, die da verzeigt sind. Ja. Und im Wesentlichen kann das zu Problemen führen, das werden wir uns gleich mal angucken. Aber was wir im Wesentlichen benötigen, wenn wir ein Datenobjekt mit dem Copy-Konstruktor mal kopieren wollen und da auf der Basis dann natürlich ein neues Datenobjekt anlegen wollen, müssen wir eine sogenannte tiefe Kopie, eine sogenannte Deep Copy im Wesentlichen erzeugen und damit dann natürlich das neue Datenobjekt initialisieren. Und dafür müssen wir einen neuen Kopierkonstruktor anlegen, ja, beziehungsweise den soweit anpassen, natürlich auch den Destruktor, aber wir können nicht diese Default-Variante verwenden. Ja, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht mit diesem, oder was dahinter steckt, ist im Wesentlichen dann dieser Kopierkonstruktor, also der hinter dieser diesen Zuweisungsoperator, also mit dem Gleich steckt. Also hier wird erstmal ein neues Objekt ja erzeugt, instanziert, S2, als auch natürlich dann S1, auf der Basis natürlich dann das neue Objekt initialisiert. Und das ist im Wesentlichen, wenn wir keine Anpassung vornehmen, der Default-Weg, der uns dann eine flache Kopie erzeugt, dass wir byteweise einfach nur ein Speicherabbild des Objektes bekommen. Allerdings, was dieses Speicherabbild dann nicht beinhaltet, sind natürlich verzeichte oder referenzierte, dynamisch angelegte Datenelemente zum Beispiel. Und wenn wir uns das mal angucken, wo es dann auch wirklich crasht, also ein Beispiel jetzt mit programmiertem Unheil. Was haben wir hier? Also wir haben jetzt erstmal die beiden Elemente, die werden hier zusammengefasst, beziehungsweise mit denen arbeiten wir in diesem Hauptprogramm, den Stapel als auch die Schlange. Und die inkludieren wir hier für diese Main-Funktion, beziehungsweise in der Hauptpunkt-CPP, wenn wir uns dann in der Main-Funktion natürlich verwenden, dann verwenden wir die Stapel.h als auch Schlange.h. Und der Unterschied zwischen den beiden ist jetzt, also wir haben unsere Schlange.h in Version 3 vorliegen, also schon mit dynamischem Speicher. Den Stapel haben wir nach wie vor mit statischem Speicher. Und naja, wir erzeugen jetzt erstmal einen Stapel, also hier Stack 1, als auch Schlange, also Key 1. Und belegen diese beiden, also Stapel 1 und die Schlange 1 mit Daten. Ja, also bei Stack 1 natürlich über den Push, also das Reindrücken, bei Key entsprechend anpennen, also pennen. Aber wir verwenden hier dieselben Werte, also von 0 bis 9, also 10 Elemente. Und naja, jetzt können wir natürlich mit dem Kopierkonstruktor hier arbeiten. Also dass wir sagen, wir wollen erstmal zwei neue Elemente haben, also Stack 2 als auch Key 2, also einen neuen Stapel als auch eine neue Schlange. Und wir wollen diese beiden Elemente auf Basis der vorher erzeugten, also Stack 1 als auch Key 1 erzeugen. Also schon mit vorinitialisierten Daten. Und naja, also das funktioniert natürlich hier für den Stapel, für die statische Variante, wo natürlich ein statisches Feld hinterliegt. Soweit gut. Ne? Und ja, das Speicherabbild wird erzeugt und beinhaltet natürlich auch dieses statische Array. Und naja, der kritische Pfad ist hier erstmal Key 1, also gleich, also den Copy-Konstruktor dann damit aufzurufen, der dahinter steckt, hinter dieser Anweisung mit Key 1. Es wird hier eine flache Kopie jetzt erzeugt, weil wir haben nicht explizit im Copy-Konstruktor, wir verwenden hier die Default-Variante,
angegeben, dass eine Deep Copy erzeugt werden soll. Also die ganzen Elemente, die mit NQ oder in der NQ-Funktion dann dynamisch erzeugt wurden, also mit New, die werden nicht mitkopiert. Ne? Nur diese Zeiger, die wir da entsprechend finden, die nehmen wir natürlich mit, also gerade SZ und EZ. Und wir haben hier eine flache Kopie jetzt liegen. Und mit dieser flachen Kopie in diesem Programm wollen wir natürlich jetzt weiter arbeiten. Das heißt erstmal Stack hier.empty, also wir leeren hier den Stack als auch, oder diese beiden While-Konstrukte leeren jetzt bzw. löschen alle Elemente in dem Stack 1 und in der Key 1, also in der ersten Schlange. Und damit sind diese beiden Elemente oder diese beiden Datenstrukturen dann leer, also der erste Stack als auch die erste Schlange. Und ja, wir provozieren das Ganze jetzt, indem wir dann entsprechend versuchen, auch auf den weiteren Objekten, also auf den Stack 2 als auch Key 2, dann entsprechend darauf zuzugreifen, beziehungsweise da und zum Beispiel Elemente, wie zum Beispiel beim Stack 2 Top, also das oberste Element, was auf dem Stapel liegt, was als letztes hinzugefügt wurde, dann entsprechend auszugeben. Und das funktioniert soweit hier bei dem Stack, also der statischen Variante, soweit gut. Also das würde keine Probleme verursachen, allerdings bei der kopierten Schlange. Ja, also wenn wir da versuchen, jetzt mit der Front, also das vorderste Element in der Schlange, entsprechend auszugeben, das wird so nicht funktionieren. Und dazu kommt es dann auch, also dass es da knallt. Und ja, im Wesentlichen suchen wir hier mit den Zeigern auf Elemente zuzugreifen von Key 1, die schon entfernt wurden. Wir haben sie nie mitgenommen, wir haben nur die Zeiger übernommen, versuchen damit eigentlich auf nicht mehr gültige bzw. deallokierte Speicherbereiche zuzugreifen. Und da müssen wir aufpassen, das ist im Wesentlichen hier, was wir mit Key 2 haben, ist im Wesentlichen keine kopierte Schlange oder keine Deep Copy in dem Sinne. Wir müssen dafür auch jetzt sorgen, dass wir entsprechend neue, also die Elemente mitnehmen, beziehungsweise dann dynamisch neu erzeugen und die Zeiger natürlich intern neu setzen, also für die zweite Schlange. Ja, aber im Wesentlichen versuchen wir bei Key 2 über die Zeiger, die mit übernommen wurden in dieser flachen Kopie, dann auf Datenelemente zuzugreifen, die schon im Wesen gelöscht wurden. Und dafür müssen wir natürlich diesen Kopierkonstruktor implementieren, beziehungsweise damit anpassen. Na, was wir jetzt hier finden, in der Klasse Schlange, wir haben hier den Default-Konstruktor, den wir auch verwenden, einfach um ein neues Objekt zu erzeugen, so wie wir es schon verwendet haben. Und wir müssen natürlich hier nochmal einen neuen Konstruktor jetzt anlegen, der als Argument, und deshalb sprechen wir auch von Kopierkonstruktor, jetzt erstmal schon ein vorhandenes Element oder eher gesagt die Referenz darauf übernimmt. Ne? Also mit Schlange T und S, also damit haben wir die Referenz jetzt auf ein anderes Schlangenobjekt, können das Ganze konst auslegen, dass das also konstant, dass das auch nicht innerhalb des Konstruktors die Daten manipuliert werden, also konstant sind, beziehungsweise dann ja, nur, ich sag mal, Lesezugriff darauf existiert, aber diesen Konstruktor hier oder diesen sogenannten Kopierkonstruktor, den müssen wir natürlich jetzt noch anpassen. Ja? Und da insbesondere dafür sorgen, dass auch die Daten, die dynamisch erzeugt wurden, also die vorherigen Schlangenobjekte oder das, was als Argument übergeben wird, dann auch entsprechend neu verzeigt werden, beziehungsweise erstmal angelegt werden und dann natürlich auch innerhalb der Schlange neu, also in dem neuen Schlangenobjekt dann auch neu verzeigt werden. Und sieht man jetzt hier, also das wäre die Implementierung, also für eine Deep Copy von diesem Objekt Schlange. Und sehen das jetzt hier, also setzen erstmal den EZ auf den Nullpointer und speichern von SZ, nicht SZ, von dem referenzierten oder übergebenen, der übergebenen Referenz des zu kopierenden Objektes vom Typ Schlange, speichern wir erstmal den Startzweiger hier zwischen in so einem Pointer und den nutzen wir dann, beziehungsweise darauf bauen wir dann auf und iterieren über diesen Pointer, über alle Elemente dieser Schlange, von der wir kopieren wollen, über alle Datenelemente und die fügen wir dann einfach an, indem wir dann die Daten hier abrufen, also hier mit Pointer, also das ist dann der Zeiger auf diese Daten, die da dynamisch existieren und rufen dann intern von unserer
neu zu erzeugenden Schlange dann natürlich diese NQ-Methode auf und fügen sie dann entsprechend immer wieder an die Schlange an. Und damit haben wir dann so eine, ja, können wir damit natürlich so eine Deep Copy im Wesentlichen anlegen. Also ein entstehendes Objekt wird mit einem bestehenden Objekt initialisiert. Na? Allerdings hier natürlich als Erweiterung natürlich eine tiefe Kopie, dass wir den dynamischen Speicher, der schon vor in der ja, in dem bestehenden Objekt quasi angelegt wurde, mitkopieren. Ja, also nicht nur im Wesentlichen diese ganzen Zeigervariablen, die wir hier verwenden, sondern auch im Wesentlichen die Daten, die dynamisch erzeugt wurden. Ja, die haben wir jetzt zweimal natürlich im Speicher vorhanden, na, für dieses Objekt hier, das existierende Objekt, das bestehende Objekt, als auch, was wir neu initialisiert haben. Na, weil in NKey wird natürlich im Kern dann wieder new aufgerufen, wo ein neuer Speicher dann erzeugt wird. Ja, also Bauplan von so einem Copy-Constructor ist quasi erstmal auch mir den Objekttyp, beziehungsweise wie wir das kennen schon, dass wir dann den Klassennamen nehmen, der für den als Bezeichner für den Konstruktor obligatorisch ist. Also auch hier weiterhin für die Klasse Schlange natürlich die Schlange an sich. Und dann entsprechend ja, als konstanten Referenz hier vom Objekttyp, auch wieder, die müssen ja vom gleichen Objekttyp sein, dann entsprechend die Referenz auf das bestehende Objekt und ja, der Bauplan für so einen Copy-Constructor ist, dass wir jetzt das soll uns der Copy-Constructor liefern, ein byteweises Speicherabbild des Objektes, was allerdings dann als Deep Copy im Wesentlichen funktioniert, als tiefe Kopie. Der Kopierkonstruktor per Default wird erstmal automatisch aufgerufen, wenn ein neues Objekt erzeugt wird und mit einem bestehenden Objekt initialisiert wird, was wir gesehen haben über diesen Zuweisungsoperator. Und ein Objekt im Wesentlichen per Wertübergabe als Parameter an eine Funktion übergeben wird. Na, also diese Variante hier, als auch das natürlich mit der Zuweisung haben wir auch gesehen, hier in dem Beispiel, ja, mit Stack 1, Stack 2, Key 2, Key 1. Und da werden natürlich jetzt erstmal, weil wir es noch nicht hier angepasst haben, was den Zuweisungsoperator angeht, also das gleich. Ich sehe die Frage gerade. Ich gehe nochmal drauf ein, gleich am Ende. Wenn das okay ist, sage ich nochmal was dazu. Oder ich kann es nochmal am Ende sagen, ist kein Problem. Aber bin ich noch ein bisschen um Geduld und dann gehe ich nochmal auf die Frage bzw. auf die Klausur ein. Im Wesentlichen, genau, also wenn wir da natürlich mit dem Zuweisungsoperator arbeiten, als auch natürlich hier per Parameter, oder per Wertübergabe als Parameter an eine Funktion übergeben wird, also beziehungsweise hier an den Kopierkonstruktor, das haben wir jetzt schon implementiert, was man hier sieht. Also wir haben den Kopierkonstruktor da schon für eine Deep Copy ausgelegt und wir müssen das natürlich jetzt auch nochmal machen, wenn wir hier mit dem Zuweisungsoperator arbeiten, da komme ich gleich zu, aber der Kopierkonstruktor wird auch aufgerufen, beziehungsweise automatisch aufgerufen, wenn ein Objekt mit Return als Wert zurückgegeben wird. Das ist auch noch so ein Fall und den haben wir jetzt noch nicht betrachtet hier. Im Wesentlichen, was aber was für uns jetzt hier wichtig ist, ist, dass wir natürlich auch eine Deep Copy haben, wenn wir entsprechend mit Zuweisungen arbeiten. Ja. Also hier, dieser Aufruf hier bewirkt erstmal den Aufruf des Kopierkonstruktors. Und den haben wir jetzt soweit schon abgedeckt. Allerdings, was ist, wenn wir eine Zuweisung hier haben? Na, also beziehungsweise keine Kopie, sondern die Werte dann einfach initialisieren. Wird die dann auch oberflächlich gemacht oder tief? Und den Fall müssen wir natürlich auch nochmal betrachten, dass wir hier natürlich auch den Zuweisungsoperator entsprechend anpassen. Na. Aber wenn wir hier gleich mit dem Gleichheitszeichen arbeiten, wird dann entsprechend auch der Kompierkonstruktor aufgerufen. Aber wir müssen natürlich diesen Fall nochmal betrachten, also dass wenn wir eine Zuweisung machen, also wir sagen einfach ein leeres Objekt, zum Beispiel eine leere Schlange, oder wir haben einen Punkt genommen, b gleich a, also wir wollen die Werte übernehmen, dass dann auch entsprechend
gerade wenn wir dynamischen Speicher dahinter haben oder dynamische Punkte zum Beispiel oder eine Menge von Punkten, die dann auch entsprechend mit übernehmen. Und genau. Entsprechend können wir natürlich auch, dass wir so, ich sag mal, diesen Konstruktor auslegen oder damit so implementieren, dass er uns im Wesentlichen ein übergebenes Objekt oder die Referenz darauf entsprechend dann auch exakt kopiert, also tief kopiert, können wir natürlich das Ganze auch machen, dass wir den Zuweisungsoperator entsprechend natürlich auch nochmal anpassen, nämlich mit den Stilmitteln des Überschreibens. Ja, dass wir den Default-Weg der Zuweisung, der uns natürlich auch nur eine oberflächliche Kopie liefert, natürlich so weit überschreiben, dass er uns natürlich auch da eine tiefe Kopie erzeugt. Ja, also wir finden bei dieser Zuweisungsoperation, die hier stattfindet, jetzt hier unten in dem Beispiel b gleich a, den gleichen Umstand vor als auch beim Kopierkonstruktor oder bei der Default- oder Default-Variante des Kopierkonstruktors, dass wir den Speicher, also beziehungsweise das, wenn ein Objekt dynamischen Speicher verwendet, dass nur erstmal eine oberflächliche Kopie erzeugt wird und damit auch der referenzierte dynamische Speicher damit nicht initialisiert bzw. damit zugewiesen wird. Ja, und damit haben wir die gleiche Problematik wie beim Kopierkonstruktor. Also wir müssen auch den Zuweisungsoperator dann entsprechend als Deep-Variante oder als tiefe Zuweisungsoperator-Variante auslegen und damit natürlich den Zuweisungsoperator natürlich nochmal auch intern überschreiben. Na, spricht so insgesamt da, wenn man ich gerade mal mit dynamischem Speicher arbeitet, also Deep Copies erzeugen muss oder auch referenzierte Datenobjekte innerhalb einer Klasse hat, so weiter und dieser Rule of Three, dass man sagt, also wenn die Implementierung eines Kopierkonstruktors nötig ist, also wenn wir Deep Copies erzeugen wollen, aufgrund des Umstandes, dass wir dynamischen Speicher verwenden, dann höchstwahrscheinlich auch müssen wir natürlich auch den Destruktor als auch eine überschriebene Zuweisung benötigen wir, ja, beziehungsweise nötig, also auch neben dem Kopierskonstruktor natürlich auch nochmal einen angepassten Destruktor als auch eine überschriebene Zuweisungsmethodik, sagen wir mal so, die dahinter steckt. Ne? Also wenn wir gerade mit dynamischen Speicher arbeiten und damit auch tiefe Objekte oder Objekte tief kopieren, haben wir natürlich weitere Requirements, ja, was die Zuweisung betrifft, als auch natürlich das Destruieren des Objektes bzw. Dekonstruieren des Objektes und oder beziehungsweise Verwerfen, damit auch der Datenbereinigung, was wir da natürlich mit beachten müssen. Wir können uns für die Zuweisung jetzt, also gerade wenn wir, ich sag mal, tief zuweisen wollen, in Anführungszeichen, das sogenannte Überladen von Operatoren zunutze machen. Und Operator ist erstmal eine Verknüpfungsvorschrift, kann man eigentlich auffassen. Und was dahinter steckt, kann man auch sagen, oder auch sagen, dass das im Wesentlichen der Name einer Funktion ist. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, die Addition kann man auch, also von A plus B, kann man interpretieren als plus AB. Ja, also gerade wenn man so ältere Taschenrechner sieht oder diese Varianten mit verschiedenen Notationen, also umgekehrter polnischer Notation, also wo dann auch so entsprechend die Addition als Rechenoperation eigentlich als Funktion dann auch per Notation erstmal erfasst wird, also Plus und dann entsprechend die Operanden. Ne, so kann man natürlich eine Addition erstmal auch interpretieren. Ja, und dann heißt unsere Funktion halt schon mal Plus als Wert als Wort ausgeschrieben, natürlich einfach nur mit diesem Plus-Symbol. Ja. Und C++ kann das so geschehen, dass man sagt, der Funktionsname von so einer Addition ist dann Operator, dann Plus, also für die Addition, als auch die Argumente sind dann die Operanden A und B. Ja. Also so kann man natürlich die Addition im programmiertechnischen Umfeld, Kontext natürlich auch auffassen, beziehungsweise so entsprechend darstellen. Und diese Funktion, also für die Addition, die können wir natürlich überladen. Ja, beziehungsweise dafür dann gleichen Argumente verwenden, aber intern natürlich auch andere Sachen machen, beziehungsweise Erweiterungen durchführen. Und der Zweck dafür ist eigentlich,
die oder eine Klasse mit Funktionalität ausstatten, die im Wesentlichen vergleichbar ist mit elementaren Datentypen. Also insbesondere bei der Zuweisung und Gleichheit, dass wir nicht mehr jetzt mit den elementaren Daten oder die Addition zum Beispiel so auslegen, als Beispiel, wie wir sie bisher kennen, sondern die für diesen Datentyp, den wir zum Beispiel definieren oder der innerhalb der Klasse dann verwendet wird, angepasst ist. Ne? Damit auch den Standardweg, so wie wir eine Operation, also zum Beispiel die Zuweisung, als auch das Prüfen von Gleichheit, dann entsprechend auch anpassen, den Weg. Ne? Also beziehungsweise auf die Architektur der Klasse, die natürlich dann auch, wenn man die als Objekt instanziert, natürlich auch wieder einen Datentyp bildet, dann anpasst. Ja. Und dafür müssen wir natürlich die Operatoren entsprechend überladen. Das werden wir jetzt gleich nochmal als Beispiel sehen. Das magst du jetzt erstmal ganz ziemlich abstrakt anhören. Aber welche Operatoren können wir überladen? Da haben wir natürlich eine ganze Bandbreite, also verschiedene Operatoren, die wir so kennen. Und zum Beispiel so eine Menge davon und also hier auch der Zuweisungsoperator, um den es gleich geht, ist natürlich arithmetische Operation, logische Operation, Gleichheitsprüfung, Zuweisungen, als auch natürlich damit natürlich Addition oder Subtraktion. Also ein paar kennen wir schon, auch logische Operatoren, Modulo. Aber diese ganze Menge an Operatoren können wir natürlich auch entsprechend überladen. Und wie machen wir das? Also wir nehmen jetzt erstmal hier, also die Funktion, die dahinter steckt, also den stellen immer das Wort Operator oder Operator vorweg und dann natürlich das Symbol dahinter, als auch natürlich von der Anpassung her, wir übernehmen hier ein entsprechendes Objekt. Wir müssen natürlich hier also mit einem entsprechenden Bezeichner, worauf die Operation ausgeführt wird, als natürlich wieder returned wird. Ja. Und oder beziehungsweise bei binären Operatoren dann hat zwei Argumente, also für die Addition als binäre arithmetische Operation. Aber im Wesentlichen mit dieser Architektur, die dahinter steckt, können wir natürlich die erstmal definieren innerhalb der Funktion und dann auch entsprechend die Funktionalität überladen. Ja. Genau, also dieses Symbol hier, also der Finger auf den zeigt, da würden wir dann entsprechend an dieser Stelle einfach dieses Symbol einfügen, für was das, ob der Operator steht, also plus, minus, mal zum Beispiel, aber jetzt auch natürlich die andere Auswahlmenge. Uns interessiert natürlich jetzt insbesondere für unser Beispiel der Tiefenzuweisung, dieses Zuweisungssymbol, also das Gleichheitszeichen. Und genau, den würden wir jetzt natürlich für unsere Schlange, also den Zuweisungsoperator, überladen, also als Deep-Variante. Also die Zuweisungsoperation wird dann innerhalb der Implementierung der Schlange überladen. Ist eigentlich im Wesentlichen wie eine normale Methoden- oder Funktionsüberlagerung auch. Wir geben erstmal als Datentyp natürlich auch wieder eine Schlange zurück. Und mit, beziehungsweise die Funktion, den Funktionsnamen, da schreiben wir natürlich jetzt den Operator als auch das Gleichheitszeichen. Und wir übernehmen als Parameter dann im Wesentlichen hier eine existierende Schlange bzw. Referenz auf dieses Datenobjekt. Und da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ja. Es gibt hierfür auch intern für die Handhabung von Zeigern bzw. für Referenzprüfungen. Das sieht man hier, das ist auch blau in diesem Code-Listing hervorgehoben. Das ist so ein Schlüsselwort, das steht für SIS oder SIS-Symbol bzw. dieses Schlüsselwort. Das liefert uns oder da steckt im Wesentlichen die Referenz des aktuellen Objektes drin. Wenn wir zum Beispiel ein Objekt erzeugen, können wir über SIS uns die Referenz auf dieses Objekt zurückgeben lassen, beziehungsweise liefern oder abrufen. Ja, weil dieses Objekt oder unser Objekt, in dem wir die Operation ausführen, hat natürlich auch eine Referenz, eine Adresse im Speicher. Ja, und die ist auch, die wird insbesondere bei der Erzeugung des Objektes in dieser in diesem SIS-Pointer, sagt man auch, also SIS ist ein Zeiger auf das Objekt selbst, also eine Selbstreferenzierung, die wird darin abgelegt und die können wir auch entsprechend über SIS, das ist natürlich auch wieder eine Funktionalität, wo mit Return dann entsprechend der die Referenz zurückgegeben wird, können wir darüber abrufen. Ja, und
Wir können darüber prüfen, wenn wir hier den Zuweisungsoperator aufrufen, ob es sich um eine Selbstzuweisung handelt. Ne? Also ob das Datenobjekt, was wir mit dem vermeintlichen anderen Objekt initialisieren wollen, ob die nicht identisch schon sind, weil sie dieselben Referenzen haben. Dann macht natürlich so eine Zuweisung keinen Sinn. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen SIS, also die Referenz auf das aktuelle Objekt, wo wir die Zuweisungen drauf ausführen wollen, beziehungsweise darin übernehmen wollen, ist gleich der Referenz über das übergebene Objekt hier, also mit und S, dann entsprechend, hier holen wir uns dann die Referenz davon, dann geben wir einfach nur zurück die Referenz an sich. Ja, und also es wäre im Wesentlichen, dass wir diesen Fall vorwegnehmen, der Selbstzuweisung, weil die Werte sind identisch und wir müssen die noch nicht mal im Wesentlichen übernehmen. Ansonsten machen wir erstmal ein Clear, also dass wir erstmal alle Objekte auf dem zu neu zu initialierenden Objekt löschen, also den Speicher freigeben und dann entsprechend auch wieder uns die Daten holen, so wie wir das vom Kopierkonstruktor schon kennen, also die hier in referenzierten Objekt, was übergeben wurde, S stehen und mit dem Speicher dann natürlich alle Datenelemente drüber iterieren, also mit diesem Pointer hier, uns dann entsprechend die Daten holen und natürlich dann anfügen. Ja. Also es ist die gleiche Funktionsmethodik, die dahinter steckt wie beim Copy-Constructor. Nur, dass wir jetzt diesen Zuweisungsoperator entsprechend überschreiben. Ja. Damit natürlich dann auch noch den Teil hinzufügen, der dafür essentiell ist, also die entsprechende Deep-Variante, dass wir den dynamischen Speicher entsprechend mitkopieren, beziehungsweise da auch entsprechend dann für sorgen, dass alle dynamisch angelegten Objekte mit übernommen werden bei der Zuweisung. Ja. Entsprechend am Ende geben wir noch die Referenz dann aus auf dieses Objekt. Noch machen mit dem SysPointer. Aber im Wesentlichen, wir überladen jetzt den Zuweisungsoperator für die Klasse oder beziehungsweise für den Objekttyp Schlange. Und entsprechend bei der Zuweisung wird ja keine neue Instanz erzeugt, sondern tatsächlich wird eine vorhandene Instanz dann verwendet. Ne? Das ist ja jetzt der Unterschied im Wesentlichen zum Copy-Konstruktor. Deshalb ist der Rückgabewert kein neues Objekt, sondern die Referenz im Wesentlichen auf sich selbst, was wir natürlich dann über diese SIS-Funktionalität bzw. über SIS dann abrufen können, der uns im Wesentlichen dann nur die Referenz auf sich selbst zurückliefert. Das Gleiche müssen wir natürlich jetzt auch machen für das sogenannte Überladen von Operatoren, beziehungsweise für den Test auf Gleichheit. Na, hier haben wir jetzt nur für die Zuweisung das gemacht, aber entsprechend für den Test auf Gleichheit, also dem Operator gleich, so wie wir ihn auch von elementaren Datentypen oder von einzelnen oder eindimensionalen oder keinen Verbundsdatentypen kennen, zum Beispiel zwei Integer-Werte prüfen, können wir das natürlich machen, ob zwei Schlangenobjekte im Wesentlichen gleich sind, ne, ob deren Werte gleich sind. Der normalerweise Weg wäre, dass nur im Wesentlichen die Attribute und damit auch die Zeiger überprüft würden, aber nicht der referenzierte Speicher, um die Datenobjekte, um die im Wesentlichen geht. Ne? Also wenn zum Beispiel zwei Schlangen Werte haben von oder eine da Werte in der Schlange abgelegt werden, sind von 0 bis 9, da müssen wir natürlich auch um das zu überprüfen, beziehungsweise da zu gucken, sind die Schlangen im Wesentlichen von ihren Werten her gleich, also von ihrer Dimension, müssen wir natürlich auch den referenzierten Speicher prüfen, beziehungsweise den wir im Wesentlichen da dynamisch angelegt haben. Und das machen wir hier auch wieder entsprechend mit Zeigern, indem wir dann über beide Speicherbereiche oder über den Speicher drüber iterieren. Und durch hier brauchen wir jetzt erstmal zwei Zeiger. Also wir haben einerseits den Zeiger von dem Objekt, von dem aus dieser Test auf Gleichheit aufgerufen wird, als auch die übergebene Referenz hier mit S. Und dafür brauchen wir natürlich zwei Zeiger, um dann im Wesentlichen von beiden die Datenelemente zu prüfen. Und wir können das, beziehungsweise es wird
oder ich sage mal, diese Fallprüfung wird dann erst false, beziehungsweise wird auch false zurückgegeben werden, also das oder signalisiert, dass die beiden Objekte ungleich sind, wenn ein Datenelement hier unterschiedlich ist, also hiermit nicht gleich, da der Fall eintritt, das ist unser Fall auch, beziehungsweise da können wir dann prüfen oder damit können wir dann signalisieren, dass im Wesentlichen mit im Wesentlichen die Daten unterschiedlich sind und da wird dann auch diese While-Schleife hier abgerufen. Aber wir iterieren simultan über die Datenelemente von beiden Datenobjekten und prüfen dann immer, ob die Daten unterschiedlich sind. Ja, wenn das nicht der Fall ist, springen wir natürlich ein Element weiter, ja, so schrittweise. Und damit können wir dann auch prüfen, beziehungsweise hier würde natürlich auch der Fall betrachtet werden, dass wir, ja, wenn die unterschiedlicher Dimensionalität sind, dann ist zum Beispiel hier auf einmal jetzt irgendwann mal auch der Nullpointer erreicht, beziehungsweise der erste Pointer erreicht, aber bei dem anderen sind natürlich noch Datenobjekte vorhanden. Ja, deshalb haben wir ja auch im Wesentlichen für die Fallprüfung zwei Fälle, die wir, oder beziehungsweise zwei Requirements, die erfüllt sein müssen, wenn wir zwei Schlangen auf Gleichheit prüfen oder die gleich sein sollen oder gleich sind, wenn sie erstmal gleich viele Elemente haben und die Inhalt in gleicher Reihenfolge paarweise gleich ist. Ja. Das können wir natürlich dann auch wieder, ich schon sagte jetzt auch hier mit der While-Schleife, dann entsprechend prüfen, indem wir erstmal über die Datenelemente, beziehungsweise dynamischen Datenelemente drüber iterieren, als auch natürlich den Zeiger dann weiterschieben, na, über diesen Tail, was wir mal Element für Element oder elementweise dann prüfen, ob sie entsprechend gleich sind. Na. Am Ende müssen wir natürlich auch nochmal intern prüfen, also Pointer 1, Pointer 2, über den Standardweg, über den Defaultweg, wo dann natürlich nur oberflächlich geprüft wird. Na. Also mit SZ und EZ da insbesondere die nicht tiefen Elemente, beziehungsweise nicht der referenzierten Elemente natürlich dann auch nochmal geprüft werden. Aber im Wesentlichen können wir jetzt den Test auf Gleichweise als auch auf Zuweisung auf diesem Weg überladen und natürlich dann auch unsere dynamische Speicherhaltung darüber natürlich auch entsprechend anpassen, ja, dass wir Werte letztendlich in der Summe kopieren können als auch neu zuweisen können und damit auch mit vorhandenen Objekten initialisieren können. Also vielleicht nochmal auch noch der Unterschied also zwischen Kopierkonstruktor und Zuweisung. Beim Kopierkonstruktor geht es dabei oder geht es darum, dass die Initialisierung einer neu deklarierten Variable oder eines neu deklarierten Objektes von einer existierenden Variable bzw. existierenden Objekt zeugt wird bzw. initialisiert wird. Und die Zuweisung wirkt zwar wie ein Kopierkonstruktor, flach bzw. oder auch tiefe Kopie, überschreibt jedoch den Speicher der existierenden Variable oder existierenden Objektes mit dem Speicher der zuweisenden oder beziehungsweise existierenden Variable oder Objekt. Ja. Zusätzlich bei der Zuweisung können wir natürlich gegebenenfalls aufräumen, also Freigabe erstmal vorab von dynamischem Speicher, der schon erzeugt ist. Also bevor wir überhaupt Speicher neu zuweisen beziehungsweise da übernehmen und kopieren, müssen wir natürlich erstmal den alten Speicher abräumen, gerade bei diesem Fall Schlange. Und außerdem natürlich auch die Rückgabe einer Referenz auf sich selber, ja, statt die Rückgabe eines neu erzeugten Objektes. Und das ist im Wesentlichen das, was Kopierkonstruktor und Zuweisung im Wesentlichen dann unterscheidet. Jetzt nochmal zum Ende auf zwei Dinge eingehen, die uns ein bisschen ein bisschen mehr Kontrolle über Methoden als auch über den Konstruktor geben. Das sind die sogenannten das Erzwingen von automatisch erzeugten Methoden. Ja, also wir kennen bisher Standardfall, also dass wir den Standardkonstruktor entsprechend hier aufführen, also dann implementieren. Und wir können den Compiler dazu zwingen, dann auch seine Standardimplementierung zu verwenden. Ja, also gerade wenn wir auch einen überladenen Konstruktor haben und damit wird ja auf diesem Wege dann auch kein Standardkonstruktor bzw. Default-Konstruktor erzeugt, können wir trotzdem zusätzlich den Compiler noch entsprechend bei diesem Aufruf dazu zwingen, dass er im Wesentlichen auch den Default-Konstruktor aufruft. Und also zum Beispiel für den parameterlosen Standardkonstruktor
Und das machen wir auf dem Wege, dass wir neben dieser überladenen Variante, die wir ja haben, also wo wir auch zwei Werte übernehmen, für das Beispiel Punkt, dann entsprechend den parameterlosen Konstruktor auch aufrufen können, also diese Werte parameterlos initialisiert, damit auch davon ein Objekt erzeugen, indem wir hier dieses Schlüsselwort Default angeben, also Punkt gleich Default. Es gibt an, dass nochmal explizit dann der Konstruktor der Standardkonstruktor ist, ne, bei dieser parameterlosen Variante, als auch natürlich, wir haben die Möglichkeit, zusätzlich dazu noch natürlich die überladene Variante zu nutzen. Ja. Wir können auch, gerade wenn wir mit Methoden arbeiten, verhindern, dass diese Methoden accessible sind oder auch gerade bei der Erzeugung von Methoden oder die bei der Instanzierung überhaupt miterzeugt werden. Also da so eine Art Sperre vorrufen, also zum Beispiel für Klassen, deren Instanzen ja, nicht kopiert werden können. Na, also da entsprechend den Copy-Konstruktor, wie man hier sieht, da stellen wir dann das oder nutzen wir das Schlüsselwort Delete, also gleich Delete. Damit verhindern wir die Erzeugung eigentlich bei dem Objekt, dass die Funktionalität dafür bereitgestellt wird oder miterzeugt wird beim Bauen von dem Copy-Konstruktor. Ja, damit verhindern wir auch, dass Kopien im Wesentlichen angelegt werden, als auch natürlich hier zugewiesen werden können. Das Gleiche können wir für den Operator gleich machen, also für den Zuweisungsoperator hier machen, wo wir dann angeben, für diese Funktionalität von dem Zuweisungsoperator gleich Delete. Damit ist der Kopierkonstruktor als auch der Zuweisungsoperator dieses Objektes Punkt dann nicht mehr aufrufbar. Ja, und damit können auch keine Kopien davon erzeugt werden, als auch keine Zuweisungen durchgeführt werden, also Zuweisungen auf neue Werte. Und damit haben wir einen Kontrollmechanismus darüber, welche Funktionen letztendlich aufgerufen werden können. Ja, gerade wenn es keinen Sinn macht, also wenn wir Objekte haben oder Instanzen davon bilden, von Klassen, die nicht kopiert werden können im Wesentlichen. Also zum Beispiel der Compiler soll insbesondere keinen Kompierkonstruktor erzeugen, weil es, sag mal, abstrakt jetzt gesprochen, weil es da keinen Sinn machen würde, eine Kopie zu erzeugen oder wir wollen das einfach nicht. Wir werden uns beim nächsten Mal jetzt mit dem abstrakten Datentyp Liste befassen. Und das soll es auch deshalb für heute gewesen sein. Ich gehe jetzt nochmal eben auf die Frage ein für die eine Person, die gefragt hat. Aber vorab, vielleicht nochmal, wenn jetzt nochmal Fragen sind, bin ich noch ein paar Minuten auch hier. Können Sie dann gerne stellen und dann gehe ich am Ende nochmal auf die Frage ein zur Klausur, beziehungsweise den Umstand zur Klausur. Aber wie gesagt, ich gucke jetzt gleich nochmal ein paar Minuten in den Chat rein und wenn da Fragen sind, können wir das gerne klären. Ansonsten würde ich dann sagen, bis Donnerstag. Vielleicht noch dazu, ich verlinke jetzt immer diese Zoom-Session dann entsprechend auf der Vorlesungswebseite. Da kriegen Sie dann direkt den Zoom-Link. Und werden dann darüber dann ja über den automatischen Aufruf von Zoom dann direkt in diesen Zoom-Raum, ja, rutschen Sie dann quasi rein. Genau, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde dann sagen, bis Donnerstag. Es kommt gerade eine Frage. Also wir geben keine Altklausuren raus, das hat verschiedene Gründe. Also offiziell geben wir die nicht raus, nein. Also wir haben zwar diese Probeklausur und die gibt dann im Wesentlichen Einblick in die Dimensionalität beziehungsweise in den Kontext der Klausuren. Ne? Aber im Wesentlichen offiziell von unserer Seite aus geben wir die nicht raus. Nee. Jetzt kommt gerade keine Frage ein, dann gehe ich mir eben auf die Klausurumstand nochmal ein. Also ich hatte am Anfang erwähnt, dass diese Klausur, die ist ja auf dem 17.02. festgesetzt und der Lockdown endet zum jetzigen Wissensstand am 30., also Ende des Monats. Und das bedeutet für uns, dass wir im Wesentlichen, oder am 31., sorry, dass wir im Wesentlichen jetzt davon ausgehen, dass die Klausur dann auch stattfinden wird. Also jetzt mal rein formell von der Denkweise, was sich bis dahin noch tut, was sich nicht tut, was das Infektionsgeschehen
angeht, was die Entwicklung der Pandemiesituation hier in Deutschland betrifft, was da auch im Moment in der öffentlichen Debatte, was durch die Medien geht, müssen wir erstmal formell alles weglassen. Die Uni ist seit Wochen dahinterher, also auch entsprechende Corona-konforme Möglichkeiten zu bieten zur Klausur. Und wie das dann aussehen wird, ich werde heute nochmal die Uhrzeiten im LSF abrufen und dann auch auf die Vorlesungswebseite stellen und dann auch mal nachgucken. Dann gehe ich, wenn ich die Info habe, natürlich nochmal am Donnerstag darauf eingehen, wie viele Hörsäle da vorgesehen wird, welche Dimensionalität das entsprechend hat. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Leute sich jetzt erstmal anmelden. Ne? Ich habe zum Beispiel auch eine größere Klausur, wo sich noch viele Leute angemeldet haben, recht kurzfristig dann in der Westfalenhalle geschrieben im Sommersemester. Also wie gesagt, das ist noch, sagte ich auch am Anfang, laut RKI ist das Geschehen dynamisch. Das heißt, von uns ist auch eine Dynamik drin. Aber pro forma gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass am 17.02. die Klausur so in dem Rahmen, wie es vorgesehen ist, wie es die Corona-Schutzmaßnahmen vorsehen, als auch die Beendigung des Lockdowns dann ermöglicht, dass diese Klausur geschrieben wird. Ja, also das ist so im Moment der Wissensstand, den ich habe. Und ich halte sie natürlich dann auch nochmal auf dem Laufenden, ja, wenn ich weitere Infos kriege. Aber ich gehe jetzt erstmal von dem Status so aus. Ja. Prüfe ich, wie das jetzt dieses Mal stattfindet, also in diesem Semester. Ne? Ob das, wie das über das Prüfungsamt geschieht, über das BOS-System. Ich meine schon, dass es über das BOS-System geht. Gehe ich Donnerstag darauf ein, das prüfe ich, beziehungsweise schließe mich da nochmal mit dem Übungs- und Praktikumsteam kurz, also auf welchem Wege dann die Prüfungs- oder die Voraussetzungen übermittelt werden, also beziehungsweise in so einem Praktikums- und Übungsschein. Und da frage ich nochmal nach, da muss ich erst mit den Übungs- und Praktikumsleitern sprechen, welche Infos die jetzt entsprechend da von dem Prüfungsamt haben. Ich glaube, es sind keine Fragen jetzt gerade da. Dann würde ich sagen, schließe ich dies. Da kommt noch eine. Okay. ich gehe nochmal auf die Klausur insbesondere ein. Also wir wollen ja nochmal eine Einheit haben. Ich gucke jetzt mal, wo die reinpasst, wo wir uns nochmal gezielt mit klausurrelevanten Themen beschäftigen. So eine Rekapitulationseinheit. Ich muss gucken, wo ich die unterbringe. Und beziehungsweise der Plan ist dieses Jahr ziemlich eng, also von den Vorlesungseinheiten. Also das Wintersemester hat ja deutlich später angefangen. Ich gucke jetzt mal, wo ich das unterbringen kann, aber da kann ich auch noch mal, ich kann auch noch mal gerne auf Lerntipps eingehen. Ja, aber da muss ich auch so ein paar Punkte mir festlegen, was wichtig ist. Also erstmal danke und dann gehe ich dann Donnerstag mal drauf ein, aber insbesondere auch noch mal auf dieser Rekapitulationseinheit. Ja. Also wenn das soweit okay ist, genau, super, alles klar. Nee, dann gehe ich Donnerstag darauf ein, als auch nochmal insbesondere bei der Rekapitulation. Und genau, dann sehen wir uns Donnerstag 14.15 Uhr und schön bis dahin noch eine gute Zeit, als auch wenn Sie die Vorlesung sich nochmal angucken wollen, ich lade die dann auch nachher auf YouTube hoch.